ordnungsgemäß einberufen haben als Protokollprüfer, sind vorgesehen die Gemeinderätin Hegerfeller-Höller. Ich hoffe, sie kommt noch, die dürfte am Weg sein, und der Gemeinderat, Entschuldigung Heger, jetzt sehe ich dich, und der Gemeinderat Ingenieur Thomas Schurz, und entschuldigt sind der Gemeinderat Josef Holzer, die Gemeinderätin Michaela Kleinücker und die Gemeinderätin Heidenori Gröber. Und eine vorauseilende Entschuldigung gibt es schon vom Kollegen Dr. Spöck ab 15 Uhr wahrscheinlich, aber ein schöner Anlass, weil ja seine Gattin heute angelobt wird als Bezirkshauptfrau, aber er wird bis 3 auf alle Fälle bei uns sein. Ja, es ist ein Dringlichkeitsantrag eingegangen, aber das können wir dann bei der Tagesordnung noch machen, aber das liegt euch auf und ein Abwendungsantrag liegt auch auf den Tischen auf. Wir haben eine große Anzahl an Anfragen in der Zwischenzeit hereinbekommen, unter anderem vom Kollegen Freiseister und vom Dr. Ritter und auch vom Kollegen Schurz. Ich werde in meinen Antworten im Detail darauf eingehen, möchte nur gleich mal in Kurzfassung sagen, also alles, was wir beantworten können und das auch dürfen, das tun wir natürlich gerne. Aber manche Dinge sind vom Gesetz aus und verordnungsmäßig so geklärt, dass man einfach, wenn es nicht der eigene Wirkungsbereich ist, im Endeffekt solche Anfragen zurückweisen muss. Sogar gleich vorab, gibt natürlich informelle Möglichkeiten, vielleicht sich die eine oder andere Beantwortung dann auch so zu holen. Ja, dann gehen wir ins Detail, wenn es Ihnen euch recht ist. Der Gemeinderat Piet Freises hat am 31. Jänner dieses Jahres eine Anfrage an mich gerichtet, beziehungsweise an den Stadtrat Dr. Schodermeier. Und in dieser Anfrage wurden 10 Fragen zum Thema Impfen in Steyr gestellt. Dazu kann und muss ich feststellen, dass die Mitglieder des Gemeinderates natürlich gemäß § 12 Absatz 2 Statut für die Stadt Steyr das Recht haben, in Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches Anfragen an den Bürgermeister sowie an einzelne Mitglieder des Staatssenates zu richten. Und nach den Bestimmungen der Oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimverordnung 2020 haben Heime folgende Aufgaben. Das ist wichtig für die Erklärung, warum das dann im übertragenen Wirkungsbereich ist. Also die Heime haben die Aufgabe, Wohnen und Verpflegung sowie Betreuungs- und Pflegeleistungen einschließlich tagesstrukturierender Leistungen zu erbringen für Betreuungs- und pflegebedürftige Personen, wobei sich die in den Heimen zu erbringenden Leistungen an durchschnittliche Privathaushalten im Sinn des Normalitätsprinzips zu orientieren haben. Hinsichtlich der ärztlichen Versorgung hat der Heimträger die freie Arztwahl zu gewährleisten. Jetzt kommt's. Impfungen im Rahmen der Covid-19-Pandemie erfolgen demnach nicht im Rahmen des Heimbetriebs als Maßnahme des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde. Die Aufgabe Covid-19-Impfungen ist ja keine Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches, sondern eine Angelegenheit der Gesundheitsbehörde als Bezirksverwaltungsbehörde im Rahmen des übertragenen Wirkungsbereiches des Bundes. Und gemäß § 12 Absatz 3 Statut für die Stadt Steyr hat der Bürgermeister daher, also in dem Fall ich, die Anfrage leider zurückzuweisen, wenn sie eine nicht in den eigenen Wirkungsbereich der Stadt fallende Angelegenheit betrifft. Indem wir das gewusst haben, oder die Juristen uns das ja schon mitgeteilt haben, haben wir diese vielen Fragen, die der Kollege Freises gestellt hat, ja schon versucht, in einer Sondersitzung des APS-Ausschusses am 10. Februar zu beantworten und die Antworten da vorwegzunehmen, damit da nicht der Eindruck entsteht, wir wollen da irgendetwas unbeantwortet lassen in diesem doch sehr sensiblen Themenbereich. Ja, und auch schriftlich haben wir die Antworten auch schon gegeben an den Kollegen Freises. Zweiter Punkt, ähnliches Thema, rechtliche Grundlage. Der Erstatter Dr. Ritter hat am 10. März 2021 eine dreiteilige Anfrage an den Herrn Dr. Schodermeier gerichtet, die ebenfalls die Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen betreffen. Und so darf ich auch feststellen, dass die Mitglieder des Gemeinderates berechtigt sind, natürlich solche Fragen zu stellen, allerdings nur, wenn sie eben die Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs betreffen. Da die Impfungen im Rahmen der Covid-19-Pandemie nicht im Zusammenhang mit dem Heimbetrieb als Maßnahme des eigenen Wirkungsbereiches, sondern als Tätigkeit der Gesundheitsbehörde, des Bezirksverwaltungsbehörde im übertragenen Wirkungsbereich erfolgen, muss ich diese Anfrage gemäß § 12 Absatz 3 Statut für die Stadt Steyr leider zurückweisen. Das ist ja gesagt, sind formal juristische Gründe, ist aber so, aber das eine oder andere, denke ich, kann man auf informeller Ebene auch klären. Ist ja nicht so, dass man nicht alle Fragen auch beantworten könnte, wir dürfen es halt nicht, aber im Endeffekt müssen wir uns an die Gesetze halten. Dann komme ich zum
Kollegen Gemeinderat Ingenieur Thomas Schurz, der eine Vielzahl an Fragen im Zusammenhang mit den Vollzugsmaßnahmen nach dem Epidemiegesetz bzw. das Covid-19-Maßnahmengesetz gestellt hat. Dazu kann ich auch feststellen, dass sämtliche Covid-Maßnahmen wie auch Vollzugsmaßnahmen auf Basis des Epidemiegesetzes oder Covid-19-Maßnahmengesetzes erlassen bzw. durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass man das weiß. Und sämtliche Einzelfragen der Anfrage beziehen sich auf Angelegenheiten, die den Vollzug bzw. die Einhaltung der verschiedenen Verordnungen auf Basis des Epidemiegesetzes und des Covid-19-Maßnahmengesetzes betreffen. Und zum Vollzug dieser beiden Gesetze sind verschiedene Bundesminister zuständig. Sämtliche Verwaltungsstrafverfahren umliegen daher der Bezirksverwaltungsbehörde. Und in keinem der genannten Gesetze und Verordnungen ist festgelegt, dass Gemeinden Aufgaben im eigenen Wirkungsbereich zu vollziehen haben. Dafür sind sämtliche Vollzugsaufgaben, sofern es die Ebene eines Bezirkes ohne einer Statutarstadt betrifft, im übertragenen Wirkungsbereich zu vollziehen. Und daher sind sämtliche Detailfragen gemäß § 12 Absatz 3, eben wie vorher Statut für die Stadt Steyr, als unzulässig zurückzuweisen. Hinsichtlich lediglich der Detailfrage, das sind so Spitzfindigkeiten, wie viele Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde bei diversen Kundgebungen und Versammlungen in Einsatz waren. Ich denke, das ist eine Fragestellung, die kann man schon im Endeffekt im problemlos beantworten, das fällt nicht unter das Epidemiegesetz und im Endeffekt der Einsatz der Personalressourcen, den Aspekt, diese Frage kann ich gerne beantworten und darf mitteilen, dass die Anwesenheit der Gesundheitsbehörde bei einer Kundgebung bzw. Versammlung nicht zwingend notwendig ist und dies nur ein einziges Mal der Fall war. Gut, dann kommen wir zu den Mitteilungen des Bürgermeisters in aller Kürze, wobei diesmal habe ich doch einiges zu berichten. Wir haben ja gerade einen wichtigen Fall. Wir haben hier mal beschlossen, dass wir uns die Notfallpläne in der Stadt näher anschauen wollen und evaluieren und schauen, was wir da haben und was wir nicht haben und was zu verbessern ist. Und wir haben dann, also es liegt schon am 19.11., haben wir das hier im Gemeinderat, in der Gemeinderatssitzung beschlossen. Und wir haben uns jetzt im Endeffekt die Expertise des Herrn Markus Schaumberger, der nicht nur bei uns der Major Domus im Rathaus ist, sondern auch Kommandant des technischen Zuges der Freiwilligen Feuerwehrsteier ist, bedient. Und der hat dann im Endeffekt mit den jeweiligen Führungskräften die Notfallpläne sehr exakt bereits in Angriff genommen und erarbeitet und verbessert. Und ich kann Ihnen mitteilen, dass im Endeffekt die Alarm- bzw. Notfallpläne derzeit für das Amtsgebäude Rathaus fertig sind, für das Amtsgebäude Reithofer, für den Stadtsaal, für das Stadttheater, die Stadthalle und die Christkindlwelt. Und das geht noch weiter. Da sieht man, wie viele Bereiche da im Endeffekt betroffen sein können. Und es ist notwendig, dass wir solche Pläne haben. Als nächstes steht an, wird mir berichtet, dass in Abstimmung mit der Polizei und dem Geschäftsbereichsleiter für Kultur, dem Dr. Ranker, noch ein standardisierter Text erarbeitet werden wird für die Räumung eines Gebäudes bei einer etwaigen Bombendrohung, soll ja auch vorkommen. Es gibt immer nur so lustige, oder, und das ist weniger lustig, bei Geiselnahmen. Also auch dort soll es einen standardisierten Text und eine Vorgangsweise geben, die dann aufliegt und an die man sich dann halten kann. Ja, und in den nächsten zwei Wochen werden noch das Heimathaus und das alte Theater in die IT-Applikation eingepflegt. Und dann werden noch weitergehend die Notfallpläne Wasser fertig eingearbeitet und die Bereiche Eislaufplatz, Stadtbad und Abfall, das ist so der nächste Arbeitsplan. Und ab Mitte April 2021 werden wir mit der Aktualisierung im DigiCAT, also im digitalen Katastrophenschutzplan, beginnen. Ich möchte mich hier schon vor dem Forum herzlich bedanken beim Kollegen Schaumberger für seine exzellente Arbeit. Also man kann sich ja das gerne anschauen, ich habe das auf einen Sticker, also wie diese Pläne ausschauen. Das ist mustergültig und keine Frage, wir haben da schon im Endeffekt Bedarf gehabt. Der Teufel schläft nicht, man weiß ja nicht, was alles daherkommt. Wir haben zum Glück noch nie so einen Notfall gehabt. Anlass war dann das Wasser, wo man gesagt hat, na, da hätten wir vielleicht auch das eine oder andere Papierl in der Lade haben können, wo man dann ein bisschen gesagt hat, wir gehen strukturiert vor. Das war der Anlass. Wie gesagt, da sind wir gut unterwegs und das ist ein Zwischenbericht an Sie, an euch. Ja, nächster Punkt, wie Sie vielleicht noch einige erinnern können, so lange ist es ja nicht aus. Am 9. Jänner haben wir da in der Gemeinderatssitzung eine Resolution beschlossen mit Mehrheit zur Aufnahme von Familien und Kindern aus dem Lager Moria und anderen Lagern auf den griechischen Inseln und haben diese Resolution an den Bundeskanzler sowie den Bundesminister für Inneres gerichtet. Sowohl das Bundeskanzleramt als auch das Innenministerium haben in der Zwischenzeit geantwortet über die
Qualität dieser Antworten erspare ich mir einen Kommentar, bringe sie lediglich inhaltlich in Kurzform zur Kenntnis. So hat das Bundeskanzleramt geschrieben, dass unsere Resolution dem Ministerrat in seiner Sitzung am 27. Jänner 2021 zur Kenntnis gebracht wurde und daraufhin dem zuständigen Bundesministerium für Inneres zur weiteren Veranlassung übermittelt wurde, also reine formale Handlung, keine Stellungnahme. Und das Bundesministerium für Inneres wiederum zählt in seiner Antwort vom 12. Februar dieses Jahres vorerst in einer relativ langen Einleitung die vielen Leistungen auf, die Österreich bereits für Asylwerber und insbesondere für Frauen und Minderjährige erbracht hat, um dann aber, wie leider nicht anders zu erwarten, festzustellen, dass aufgrund des kontinuierlichen Migrationsdrucks und der aktuellen Ausnahmesituation Österreich keine nachhaltige Lösung in der direkten Aufnahme von Migranten sieht, sondern dies vielmehr in der Schaffung der notwendigen Standards vor Ort gesehen werden. Ja, soviel zu den Antworten in Kurzform. Wenn wer die Langfassung haben möchte, liegt bei mir auf und kann ich selbstverständlich gerne zur Verfügung stehen. Ein Nebensatz vielleicht noch dazu, das sieht ja, man sieht daraus, wie Resolutionen an den Bund, an bestimmte Ministerium, welchen Stellenwert die haben. Trifft leider auch auf das zu, was wir jetzt dann beim Dringlichkeitsantrag haben, mit Impfgeschichten. Ich bin sehr dafür, dass wir uns da noch einmal rühren. Aber ja, man bekommt halt eine Antwort. Aber so richtig interessieren, glaube ich, tut es da unten niemanden. Was vielleicht in Gemeinderäten mit sehr viel Engagement gemeint wird und im Endeffekt auch beschlossen wird. Punkt 3. Wir sind ja gerade dabei, das neu aufgelegte kommunale Investitionsprogramm zu erarbeiten. Ein bisschen in Vergessenheit geraten ist schon, dass wir 2017 ebenfalls schon eines gehabt haben, ein viel kleineres. Da ist es um 789.119 Euro gegangen, die Stadt abholen hat können, aber dann auch logischerweise belegen müssen mit Projekten. Das ist ein unglaublicher Aufwand, was man dann im Nachhinein auch belegen muss, wie das alles geht. Und wir haben im Endeffekt jetzt die letzte Prüfung bestanden und müssen keinen einzigen Euro zurückzahlen. Wir haben alles gut belegen können. Ich möchte dafür dem Finanzdirektor Magister Lämmerer und seinem Team wirklich herzlich danken. Das ist ein unglaublicher Aufwand. Und selbstverständlich waren da einige Fachabteilungen auch dabei, die da mitspielen müssen, damit man das lückenlos belegen kann und alle Unterlagen dann im Endeffekt auch in der Form so passen, dass es von den Oberbehörden so genehmigt wird. Liegenschaftsverwaltung, ein großes Lob, auch die Fachabteilung für Schule und Sport wird einmal wirklich perfekt. Vielen, vielen Dank und wie gesagt, wir haben uns das Geld für die Steirer Steuerzahler geholt und sehr schon angedeutet oder kurz angerissen, wir sind ja gerade dabei, das kommunale Investitionsprogramm, das aktuelle, abzuholen. Da muss man eine weite Liste, diesmal geht es um viel, viel mehr Geld. Es geht um 4,4 Millionen Euro, die wir uns holen können, wenn wir Projekte und Investitionen in der doppelten Höhe haben. Und das haben wir leicht. Aber da geht es jetzt darum, das vorzubereiten, die Projekte einzugeben, die so in Abwicklung sind, im Wissen, dass ja dann auch die Prüfung kommt und dass man dann im Endeffekt ja von dieser Fördersumme nichts zurückzahlen will, sondern alles belegen kann. Und da ist im Endeffekt die Finanzabteilung gerade dabei. Eine Radtour ist geplant, eine Tour der Region. Dann möchte ich, also wenn Sie interessiert, am Pfingstmontag, am 24. Mai um 10 Uhr soll die stattfinden. Schauen wir, wie die Covid-Regeln zu diesem Zeitpunkt dann sein werden, vom Steirer Stadtplatz. Der Hintergrund ist ja, dass wir Stadt Steyr gemeinsam mit Garsten, St. Ulrich, Aschach, Sierning, Wolfern und Dittach das Stadtregionale Forum gegründet haben. Das ist ein Konstrukt, das die Möglichkeit bietet oder geboten hat, dass man Fördergelder abholen kann für bestimmte Investitionen und neue Projekte. Wir haben das gemeinsam getan und sind doch einige von Radweg über diese Fitnessparcours und vieles andere mehr. Diese Projekte sind entstanden, in jeder Gemeinde was. Und diese Radtour, diese Radsternfahrt hätte das Ziel, das öffentlichkeitswirksam ein bisschen unter die Leute zu bringen, dass man diese Projekte im Endeffekt in einer Sternfahrt abfährt und im Endeffekt in jedem von mir genannten Ort dann im Endeffekt dann auch vorbeikommt und das herzeigt. Das ist der Plan. Schauen wir mal, losgehen, wie gesagt, wird es am 24. Mai, am Pfingstmontag. Wer nicht besonders oder sehr sportlich ist, sehr muss ich sagen, es ist gut beraten, ein E-Bike sich zu leihen oder hat ernst. In Summe sind es 45 Kilometer und ist für einen ungeübten Radfahrer nicht so ohne, dass man einfach so aus dem Stand 45 Kilometer fährt. Ist aber ein guter Ratschlag von mir. Also ich habe mit meinem Schwiegervater schon gesprochen, ich borde mir sein Rad aus, der hat einen Motor. Ja, das dazu. Und
vielleicht den Termin vormerken. Wie viel Uhr? Um 10 Uhr am Steirer Stadtplatz. Da werden dann auch die Kollegen von Dittach wahrscheinlich schon da sein und vielleicht auch schon von Wolfern und dann fahren wir über Garsten Aschach, St. Ulrich Aschach, Sierning, Wolfern und wieder retour dann am Stadtplatz. Und da soll das dann um 16 Uhr enden und in Wolfern soll dann also eine größere Rast sein mit Labstelle. Zum Schluss noch kurz zur Causa Prima Corona. Ich denke, unsere Teststraße im Stadtsaal, darf ich berichten, ist wirklich immer sehr gut ausgelastet. Ich war persönlich gestern wieder dort und habe mich testen lassen. Funktioniert super, kann nur alle einladen. Auch wenn man sich keinen Termin macht, kommt man da problemlos dran. Aber wir haben Auslastungen zwischen 110 und 130%. Also das ist sehr, sehr gut. Und auch die zweite Teststraße beim Krankenhaus wird immer besser angenommen. Also da sind die Steirer schon sehr vorbildlich. Was die Infektionszahlen anbelangt, denke ich, wird ja jeder ein bisschen schauen, vielleicht nicht täglich, ich schaue täglich, wie es ausschaut, wie Steyr liegt, und im Vergleich in Oberösterreich haben wir momentan wieder sehr, 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 sehr gute Zahlen, soweit man überhaupt von guten Zahlen in dieser Pandemie sprechen kann. Aktuell gibt es in Steyr 46 Infizierte, die 7-Tages-Inzidenz ist im Endeffekt deutlich unter 100 und da liegen wir schon wesentlich besser wie bei Österreich oder der Oberösterreich vergleichen. Wir hoffen und tun alles, dass das auch so bleibt. Allerletztes, die Literaturtage finden wieder statt. Wer es noch nicht gelesen hat, eine Einladung vom 21. bis zum 23. Mai im Museum Arbeitswelt, wenn es die Witterung zulässt, eher am Vorplatz des Museums Arbeitswelt. Es lesen unter anderem der Franz Obel, der Clemens Setz und die Stefanie Sargnagel und auch der erste Steirer Stadtschreiber, der Berliner Schriftsteller Andreas Stichmann, wird aus seinen Werken lesen. Gut, letzte Information, Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage, was Negatives, das ist wirklich sehr, sehr bedrückend. Wir haben im Ende Februar dieses Jahres 3.864 Personen arbeitslos gemeldet gehabt und gegenüber dem Vorjahr ist das doch eine deutliche Erhöhung, 519 Personen oder mehr als 15%. Arbeitslosequote generell im Februar betrug 8,7%, also der Vergleich Oberösterreich 6,9% und österreichweit 10,7%, also da liegen wir in der Mitte drinnen, nicht bei den Besten, nicht bei den Schlechtesten, aber wie gesagt, fast 4.000 Personen, das ist nicht ohne. Gut, das war's mit den Mitteilungen. Aktuelle Stunde, wir haben wieder mal eine Aktuelle Stunde, die FPÖ-Gemeinderatsfraktion hat eine Aktuelle Stunde beantragt und wem darf ich dazu das Wort geben? Bitte, Kollegin Kattling, ich will ihn bitte. Sehr geehrte Kollegen aus dem Gemeinderat, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Zuhörer und Zuhörer im Internet. Die Freiheitliche Fraktion hat aufgrund des Zeitungsartikels im Steirer Zeitung Teil der Oberösterreichischen Nachrichten eine Aktuelle Stunde im Gemeinderat einberufen. Titel des Artikels vom 5.2.2021: Keime im Wasser, Magistrat verhängt Strafe gegen Spital. Die Steirer Bürger wurden seit 28. August 2020 mit einer Verunreinigung des Trinkwassers durch Fäkalkeime konfrontiert und belastet. Rund zwei Wochen zuvor, genau am 18.08.2020, wurde über Presseinformation eine Verkeimung im Trinkwasser des Püren-Eisenwurzen-Klinikums kommuniziert. Laut Informationen der Stadtbetriebe Steyr wurde das Püren-Eisenwurzen-Klinikum, kurz PEK, am 28.08. von der Versorgung durch das öffentliche Steirer Wassernetz isoliert und aus dem hauseigenen Brunnen versorgt. Somit wäre die Möglichkeit einer Verkeimung des öffentlichen Steirer Trinkwassers bestanden, wenn das PEK der Verursacher wäre. Weiterer Hinweis: Laut dem in der letzten Landtagssitzung vorgestellten Rechnungshofbericht zur Wasserversorgung in Oberösterreich weisen 4 von 5 Hausbrunnen Mängel auf, entweder bautechnischer Natur, bakteriologischer Natur oder chemische Mängel.
Laborbusse zur Überprüfung der Brunnen werden vom Land angeboten. Am 15.09.2020 wurde das Trinkwasser gemäß Infoschreiben an die Mitarbeiter des PEK wieder für die Nutzung freigegeben. Untersuchungen der Landeskriminalpolizei gab es ebenso im PEK Steyr und derzeit agieren die Stadtbetriebe Steyr als Privatbeteiligte und Geschädigte durch die Verkeimung des Trinkwassers im laufenden Verfahren. Ich war immer mit Mitarbeitern der Trinkwasseraufsicht des Landes Oberösterreich im Kontakt, da ich sehr viele Bürgeranfragen wegen der Verkeimung des Steirer Trinkwassers erhalten habe. Ich wollte mich nicht nur über die Stadtbetriebe Steyr, sondern auch über die Landesstellen einen Überblick über die Situation verschaffen. Die Zuständigkeiten für Wasserthemen in Land Oberösterreich sind sehr kompliziert aufgeteilt. Wasserrecht liegt beim Landesrat Kerneder, Wasseraufsicht beim Landesrat Klinger und der Herr Landesrat Higelsberg ist zuständig für die Umfänge bezüglich Wasserversorgungsgesetz 2015, also was die Gebühren und Anschlüsse betrifft. Mir wurde auch in Gesprächen vermittelt, dass die zuständigen Mitarbeiter des Büren-Eisenwurzen-Klinikums eher am Anfang unbedarft mit der Verkeimung des Trinkwassers umgegangen sind. Der zuständige Mitarbeiter der Trinkwasseraufsicht hat mich kürzlich nach Rückfrage hinsichtlich des eingangs erwähnten Zeitungsartikels gesagt, dass der betroffene Schwarzenbau eine UV-Desinfektionsanlage gewesen wäre. UV-Licht tötet im Wasser Bakterien ab und diese Anlage war nicht bewilligt, aber derartige Einbauten sind üblich und werden oft erst im Nachhinein genehmigt. Es gibt für das PEK eine Mängelliste bei der Trinkwasserversorgung, die derzeit in Abarbeitung ist. Mitte März werden diese wieder durch die Trinkwasseraufsicht des Landes überprüft. Alles interessante Informationen, die die Mutmaßungen aus dem eingangs erwähnten Artikel in der Steirer Zeitung unterstreichen. Aber der Geschäftsführer der Stadtbetriebe Steyr, Herr Magister Hochgatterer, berichtet erneut in der Februar-Ausgabe des Steirer Amtsblattes, dass der Verursacher nach wie vor unbekannt ist. Ist das wirklich der Fall? Das frage ich Sie einfach. Aber worum geht es uns bei dieser aktuellen Stunde? Nur um die Transparenz für den Bürger. Die Steirer Bürger sollen aufgeklärt werden, warum sie Wasser abkochen mussten, beziehungsweise dass das Wasser so lange chloriert wurde und wer letztendlich die Verkeimung verursacht hat. Was die Verkeimung des gesamten Steirer Trinkwassers betrifft, erfolgte nach dem 28.08.2020 umfangreiche Untersuchungen durch die Stadtbetriebe Steyr in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen des Landes Oberösterreich. Ich möchte auf diesem Weg betonen, dass der Geschäftsführer der Stadtbetriebe Steyr, Herr Magister Hochgatterer, mit vollem Einsatz die Untersuchungen mit den zuständigen Stellen des Landes Oberösterreich geführt hat. Die Bürger und Bürgerinnen aus den Stadtteilen westlich Dehns mussten das Trinkwasser abkochen. Die rasche Information der Steirer Bürger bei einer derartigen Wasserverunreinigung seitens der Stadtbetriebe Steyr ist bei zukünftigen Vorfällen dieser Art verbesserungswürdig. Es gab umfangreiche Diskussionen in den Aufsichtsratssitzungen, welche Maßnahmen in einer derartigen Situation für die Bürger von Steyr schnellstmöglich ergriffen werden müssen. Ich habe deswegen auch in einer der folgenden Aufsichtsratssitzungen ein Konzept des Notfallplanes der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Oberösterreich an einen Mitarbeiter der Stadtbetriebe Steyr übergeben. Dieser Notfallplan wird von den Mitarbeitern der Wasseraufsicht des Landes Oberösterreich gratis geschult. Einige Inhalte können laut Rücksprache mit Herrn Magister Hochgatterer verwendet werden. Ziel war es immer, die Verunreinigung des Steirer Trinkwassers schnellstmöglich zu beheben. Die Wasseraufsicht des Landes Oberösterreich wurde eingeschaltet und ein unabhängiges Labor prüft regelmäßig die entnommenen Wasserproben und berichtet das Ergebnis an die relevanten Stellen. Ein umfangreiches Unterfangen bei einem derartig verzweigten Wassernetz in Steyr. Leichter wäre es laut Landesbehörden, wenn die Leitungen digitalisiert wären.
Aber das kostet natürlich viel Geld. Die Chlorierung des Steirer Trinkwassers wurde am 26. Jänner 2021 um 9 Uhr aufgehoben, immerhin nach 147 Tagen der Trinkwasserbehandlung und letztendlich Belastung der Steirer Bürger. Anschließend wurde das Trinkwasser wieder in der gewohnten guten Qualität für die Steirer Bürger zur Verwendung freigegeben. Interessant bei dem ganzen Thema ist noch die Entschädigung der Bürger für die Aufwendungen durch die Wasserverkeimung, durch das Wasserabkochen und durch das Kaufen von Wasserflaschen wegen der Chlorierung. Die FPÖ-Fraktion hat am 8. September 2020 einen Antrag hinsichtlich 10% Rabatt auf die letzte Wasserrechnung im Gemeinderat gestellt. Diese wurde abgelehnt mit der Begründung, organisatorisch und abrechnungstechnisch nicht machbar. Nun wurde allerdings in der Folge der Entfall der Wasser- und Kanalgebührenerhöhung für 2021, weil ja schließlich eine Entschädigung der Bürger für die Aufwendungen durch die Wasserverunreinigung aus unserer Sicht notwendig ist, für 2021 nichts in den Weg gelegt. In den vergangenen Jahren wurde der FPÖ-Fraktion aber immer gesagt, dass diese Vorgehensweise gegen Bestimmungen des Landes Oberösterreich nicht möglich sei. Grund dafür, wir dürften eine bestimmte Mindestgebühr pro Kubikmeter, genau ist es der Satz von 1 Euro netto, nicht unterschreiten. Das wird übrigens jetzt wiederum überarbeitet und an die Bundesrichtlinie angepasst, da der Gemeinde sonst Förderungen des Landes gestrichen werden. Die Förderungen kommen übrigens nach meiner Rückfrage mit dem Land, beim Land Oberösterreich nicht vom Land, sondern vom Bund. Das riecht für mich irgendwie nach Wahlkampfgetöse. Der jetzt zuständige Referent Markus Vogel und baldiger Aufsichtsratsvorsitzende, es gibt ja die Wahl in der Aufsichtsratssitzung am 23.03. der SBS, hat die Trinkwasserfreigabe medial bestens vermarktet, obwohl er dazu keinen Beitrag geleistet hat. Die SPÖ-Fraktion versichert, aufgrund einer von der FPÖ im Vorfeld initiierten Bürgermeisteranfrage und Aktuellen Stunde am 19.11. im Gemeinderat, dass der Verursacher der Verkeimung wohl nie festgestellt werden kann. Das habe ich auch mehrmals bei den Aufsichtsratssitzungen der Stadtbetriebe Steyr hinterfragt. Und jetzt kommt der bittere Beigeschmack an dieser Sache, liebe Steirerinnen und Steirer. Nach der Verkündung des Endes der Chlorierung des Steirer Trinkwassers lese ich in der Zeitung, dass in der Wasserversorgung des Krankenhauses Steyr ein Schwarzteil eingebaut wurde. Ich habe daraufhin auch noch mit einer hochrangigen Führungskraft der GESPAG gesprochen. Dieser meinte, derartige Themen seien keine große Sache, da ohnehin bei Fehlverhalten der kaufmännische Leiter des Büren-Eisenwurzen-Klinikums dafür haftet. Gibt es halt eine Strafe und dann ist die Sache vom Tisch. Interessante Aussage aus meiner Sicht. Ich will selbstverständlich niemand als Verursacher beschuldigen. Aber die Bürger dieser Stadt haben das Recht, alle Informationen über die Wasserverkeimung zu erhalten. Ich verlange vom zuständigen Referenten Vizebürgermeister Markus Vogel eine vollständige Aufklärung des Sachverhaltes. Außerdem erwarte ich vom Herrn Vizebürgermeister in seiner Funktion als Referent und als zukünftiger Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtbetriebe Steyr, dass der Aufsichtsrat von derartigen undurchsichtigen Vorkommnissen in Zukunft nicht mehr aus der Zeitung erfährt. Ja, danke. Wir haben schon relativ lange keine Aktuelle Stunde mehr gehabt und möchte ich die Regeln, die Spielregeln sagen. Also das Aktuelle Stunde, wissen wir, also es soll eine Stunde sein, nicht größer, die Zeit nicht überschritten werden. Alle Fraktionen haben eine Wortmeldung. Die Antragstellerin, also die Evelyn, kann gerne dann noch einmal eine Zusatzfrage stellen. So sind die Regeln und das zuständige Staatssenatsmitglied kann sich ebenfalls zu diesem Thema melden und der Bürgermeister darf immer seinen Senf dazugeben, werden wir schauen, ob es notwendig ist. Bitte? Außerhalb von dieser Hierarchie darf ich auch was sagen oder dürfte ich was sagen. Zu Wort gemeldet hat sich der Gemeinderat Dr. Spürk. Bitte, Markus.
Ja, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Gemeinderäte, liebe Zuseher, das leidige Thema Wasser. Vielleicht einmal ein ganz kurzer Rückblick. Es war damals die ÖVP, und zwar am 2. September 2020, die einen Antrag in den Gemeinderat eingebracht hat für die Gemeinderatssitzung am 24. September, dass es dringend an der Zeit ist, dass wir unseren Notfallplan, sollten wir überhaupt einen haben oder haben wir, dann müssen wir ihn vielleicht evaluieren oder anpassen, dass wir den einmal uns anschauen, erneuern oder wirklich einmal neu auflegen. Und es war die FPÖ, die dann noch zusätzlich die Frage in den Raum geworfen hat, wie schaut es aus mit der Entschädigung für die Steirerinnen und Steirer, für das, was da passiert ist, gibt es da irgendeinen Ersatz von den Stadtbetrieben, von der Stadt, woher auch immer. Und es ist die SPÖ und ihr Referent, die am liebsten eigentlich dazu dem Thema gar nichts sagen. Die schweigen. Heute stehen wir mal zum dritten Mal da herinnen in der Gemeinderatssitzung, außerhalb von der Tagesordnung. Es ist wieder mal eine Aktuelle Stunde. Und ich betone, das dritte Mal und nicht auf einer Tagesordnung, die man automatisch einmal vielleicht in den Gemeinderat einbringen hätte können. Ich darf zurückerinnern, es war der 28. August, die Frau Katnick hat es zuerst schon gesagt, da sind einmal die ersten Informationen in den sozialen Medien gestanden. Da haben wir mal gelesen, dass es irgendein Wasserproblem gibt. Am 28., am 29., am 30. und am 31. August haben wir damals nachgefragt, oder habe ich damals beim Referenten nachgefragt, bis es einmal am 31. klar war, dass eigentlich insgesamt einige Stadtteile davon betroffen sind oder waren. Ich erinnere auch daran, an das Problem damals, dass es überhaupt keine schnelle Information gegeben hat an die betroffene Bevölkerung. Es hat keine Flugzettel gegeben, es hat keine Durchsagen gegeben, es hat keine Plakatständer gegeben, es hat keine amtliche Information gegeben, es hat keine Zivilschutz-SMS gegeben, es hat kein Katwan gegeben, es hat keine Anforderung gegeben zur Unterstützung einer Feuerwehr oder irgendwem anderen, der vielleicht irgendwelche Durchsagen macht. Es hat gar nichts gegeben, außer Oberösterreich heute hat einen Bericht gebracht und eine Printzeitung hat damals einen Bericht gebracht. Alles andere hast du eigentlich damals in den sozialen Medien erfahren müssen. Aber die Info war eigentlich nicht notwendig gewesen, damit man Angst macht, sondern damals war einfach einmal wichtig gewesen, dass man die Leute mal informiert, was überhaupt passiert ist, wie es passiert und was ist zu machen. Im Prinzip ein ganz klarer Auftrag an die Bevölkerung, halt sich dran, da ist was passiert und das oder jenes ist zu machen. Ist gefährlich, ist ein Abkochen notwendig, das hätte man alles im Prinzip damals an jeden einzelnen Haushalt relativ rasch weiterbringen können. Und vielleicht nur mal, überall kann was passieren. Das ist ja insgesamt nicht das Problem. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn wir sowas haben gibt es eine Schuld? Können wir das irgendwen einmal dann sagen, der vielleicht für einen gewissen Schaden aufkommen kann? Aber im Prinzip die gesamte Vorgehensweise, die wir da gehabt haben, war für mich relativ dilettantisch und ist und war im Prinzip damals immer meiner Meinung nach unterste Schublade bis hin zu dem Artikel, und der schreckt mich immer noch, beziehungsweise der Beitrag Impuls 4, wo es damals geheißen hat, und die Aussagen schrecken mich nämlich so. Wir waren nicht vorbereitet oder wir können ja nicht so schnell Flugzettel produzieren und rasch an den Mann bringen, das geht nicht. Oder der Pressesprecher der Stadtbetriebe, der wollte gleich überhaupt nichts dazu sagen und nicht mit der Presse reden. Aber genau das ist im Prinzip das, was die Leute nicht hören wollen. Die Leute wollen wissen, was ist passiert, trifft es mich und was muss ich machen. Und wir reden, genauso wie die Frau Katnick zuerst gesagt haben, wir reden eigentlich darin nur von einer gewissen Transparenz. Eine klare Kommunikation nach außen, zu allen Bürgerinnen und zu Bürgern, aber auch zu uns da herinnen, damit wir im Prinzip doch bitte gar schon das Recht darauf haben, zu wissen, was ist passiert und wie sind wir damit umgegangen, beziehungsweise wie geht es weiter? Ja, wie ist es weitergegangen? Nach dem Antrag damals, es war im September 2020, wo wir den damals eingebracht haben, und zwar, dass man einen Notfallplan macht. So, jetzt habe ich heute das erste Mal davon gehört, nach 7 Monaten, dass da dann gearbeitet worden ist. Es hat vorher noch nie irgendwer was gesagt, dass was passiert oder dass irgendwas gemacht wird. Zuerst in der Wortmeldung des Herrn Bürgermeisters habe ich mal gehört, sehr gut,
es wird was gemacht und es ist scheinbar eben, wir sind nicht dran, dass wir da was machen. Aber ich kann mich auch erinnern, in der Gemeinderatssitzung damals hat es geheißen, es gibt ja diese Notfallspläne, also wir brauchen eigentlich gar keine neuen. Aber scheinbar kehren sie evaluiert und das ist bitte gut so. Ja, wie ist es weitergegangen? Zumindest der Wasserbetreiber selbst, die Stadtbetriebe, hat nachher mit Presseaussendungen gesagt, was Sache ist, hat uns gesagt, dass das Abkochgebot irgendwann einmal zu Ende war, dass das Ende der Klarierung da war. Man war zumindest, so habe ich das Gefühl gehabt, dann einmal als Bürger informiert. Und die Stadt, im Prinzip haben wir einen Antrag gestellt, bis heute haben wir nicht erfahren, was eigentlich war. Wir haben zuerst ein paar Episoden gehört, dass man selber nachfragen muss bei gewissen Bereichen, damit man überhaupt zu einer Information kommt. Im Prinzip haben wir weder da erinnern, nur unter den Fraktionen irgendeine Information gekriegt. Überhaupt keine Transparenz da, null Informationen. Aber wie gesagt, wann dran im Hintergrund gearbeitet wird, ist es ja gut. Aber was das für mich insgesamt sagt, ist das allgemeine städtische Bild. Das ist dafür ist auch zuständig der städtische Referent, lieber Markus Vogel, das ist dein Ressort, das ist eigentlich deine Aufgabe oder wäre deine Aufgabe, dass du uns alle einmal informierst, aber nicht nur uns, sondern auch die Bürger draußen, die im Prinzip das wissen wollen, was ist passiert und was ist rausgekommen. Und jetzt stehen wir wieder da und wieder fordern wir die FPÖ, die ÖVP, das Bürgerforum, Transparenz, Transparenz, Transparenz. Und im letzten Amtsblattl, beim Durchbladen, habe ich 7 Fotos gefunden vom Herrn zukünftigen Bürgermeister der Stadt Steyr. Aber bei keinem einzigen Bericht ist darunter gestanden, irgendwas zu dem Thema Wasser oder was ist passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 7 Fotos von einem zukünftigen Referenten oder einem zukünftigen Bürgermeister, das hat noch kein Mandatar von uns in dieser Stadt zusammengebracht, in irgendeiner Ausgabe des Amtsblattes. Irgendeine Information zum Wasser wäre nett gewesen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Ganze, wie das gelaufen ist, bis heute nicht gut und nicht gut gemanagt und ich möchte endlich einmal von dieser Hohlschuld, dass immer wir sagen müssen, was war, einmal zu einer Bringschuld des Referenten, dass der uns einmal sagt, was ist, vor allem einmal, legt es einmal alles offen, was wissen wir überhaupt bis heute, gibt es Informationen, die vielleicht für uns alle einmal wichtig waren und zweitens, das ist wahrscheinlich die brennendere oder die vermutlich wichtigste Frage, was ist jetzt los? Was ist der Verursacher gewesen? Was sind die aktuellen Ermittlungen? Nur mal, Transparenz wäre mir wichtig für unsere Stadt, aber auch vom zuständigen Referenten und dass man an diesen Fehlern, die wir da begangen haben, lernt. Aber wie gesagt, der Funken Hoffnung ist nur da. Habt ihr erst gehört, es wird zumindest an den Notfallplänen gearbeitet und vielleicht können wir in Zukunft dann, und ich hoffe, dass sowas nicht so schnell wieder passiert, vielleicht auch gemeinsam vorgehen, alle Fraktionen gemeinsam schauen, wie man aus so einer Krisensituation rauskommt. Und zum Abschluss nur die Bitte, klärt auf, was es zum Aufklären gibt. Gebt uns in der Politik die Information, aber gebt es auch den Bürgern draußen die Information, weil ich kann mich erinnern, es hat einmal geheißen, es gibt einmal einen Ring, den man vielleicht auch denken muss beim Kanal, dass man den in verschiedenen Bereiche legt. Information null. Wie gesagt, es sind 7 Monate vergangen. Bitte um Aufklärung. Danke. Eine Regel nicht erwähnt, weil ich mir gedacht habe, das ergibt sich einfach selber. Also maximale Redezeit wären 10 Minuten. Aber wenn da jetzt jeder 10 Minuten oder drüber, aber nur, dass ich es gesagt habe. Wer wünscht das Wort? Bitte, Vizebürgermeister Vogel, bitte, Markus. Ja, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, sehr geehrte Zuseherinnen, ich muss das schon einiges auch zurückweisen. Ich bin jetzt erst seit kurzem Gemeinderat, aber selbst ich habe aus den Protokollen entnommen, dass das Thema Katastrophenpläne bereits auf der Tagesordnung war, dass hier auch das weitere Vorgehen hier im Gemeinderat besprochen worden ist, dass seitens des Bürgermeisters auch angekündigt worden ist, wie es weitergeht mit der Überarbeitung der Katastrophenpläne. Hier zu sagen, hier hätte man nichts gehört, hier wäre nichts passiert, das ist einfach zurückzuweisen von dieser Stelle aus, weil es einfach falsch ist. Ich habe mir sehr intensiv angesehen, die Aktuelle Stunde vom 19. November. Und es war damals sehr informativ, sehr sachlich, die Diskussion. Und all das, was mein Vorgänger, Vizebürgermeister Willi Hauser damals gesagt hat, wie das weitere Vorgehen sein wird, ist auch so umgesetzt worden. Wir sind schrittweise mit der Klarierung zurückgefahren, haben dann auch noch einmal kurzfristig ein Abkochgebot verhängen müssen für einen gewissen Bereich und dann mit Ende Jänner endgültig mit der Klarierung zu beenden. Also all das, was damals angekündigt worden ist, was auch transparent vorhanden war, ist auch so umgesetzt worden. Warum jetzt hier so der Vorwurf kommt, es ist intransparent gelaufen, kann ich ehrlicherweise nicht nachvollziehen. Diese ganzen Vorfälle, die ja
hier beschrieben worden sind, die Frau Katnick hier auch aufgegliedert hat, waren bereits Thema der Aufsichtsratssitzung im Herbst. Ich darf auch in Erinnerung rufen, dass die Frau Katnick jetzt seit Jänner Vorsitzende des Aufsichtsrates der SPS ist. Das heißt, wenn es hier ein solches Aufklärungsbedürfnis gegeben hätte, wenn aus Ihrer Sicht die Verfehlungen vorhanden gewesen wären, dann hätten Sie natürlich jetzt auch die Zeit gehabt, hier darauf einzugehen. Vielleicht auch nochmal zum Verständnis, dass die Leute draußen sind, sodass sie auch verstehen, um was geht es jetzt hier eigentlich. Es ist festgestellt worden, dass es eine Verunreinigung im Steirer Trinkwasser gibt. Nach ersten Untersuchungen hat sich sehr rasch herausgestellt, die Verursachung dieser Verunreinigung liegt nicht in den Steirer Trinkwasserbehältern, was es natürlich die Ursachenbehebung viel schwieriger macht. Das heißt, irgendwo in unserem Leitungsnetz ist eine Verunreinigung von außen hereingetragen worden. Diese Ursachenforschung ist irrsinnig schwer. Wenn jetzt hier Namen genannt werden von möglichen Verursachern, so muss ich Ihnen sagen, das ist jetzt in Ihrem Verantwortungsbereich. Ich würde sehr vorsichtig sein, hier Namen zu nennen, weil immer die Unschuldsvermutung gilt. Es gibt ein laufendes Verfahren, es gibt eine Anzeige der Landeswasserbehörde und dieses Verfahren läuft. Solange dieses Verfahren läuft, gilt die Unschuldsvermutung. Hier sozusagen jetzt hier in den Raum zu stellen, Sie wüssten oder zu sagen, da gibt es eigentlich eh jemanden, der dafür verantwortlich ist, halte ich für sehr gefährlich. Was es gibt ist, und das wissen wir auch schon seit der Sitzung im November, es gibt ein Strafrechtsverfahren. Dem haben sich jetzt die SPS als Privatbeteiligte angeschlossen, mit dem Vorteil, dass sobald es zu Erkenntnissen kommt, die SPS automatisch darüber informiert wird. Das heißt, sollte aus etwaigen anderen Verfahren herauskommen, dass es hier tatsächlich einen Zusammenhang gibt mit der Verunreinigung im Trinkwassernetz der Stadt Steyr, dann wird es auch hier dementsprechend zu Schritten kommen. Und dann werden wir natürlich auch das Thema Schadenersatz ansprechen müssen. Aber derzeit ist nicht nachweisbar, woher diese Verunreinigung in das Steyrer Trinkwasser kommt. Und wenn jemand etwas anderes behauptet, so hat er hier dafür natürlich auch diesen Beweis zu führen. Es ist das Thema Digitalisierung angesprochen worden. Ja, es wird diese Digitalisierung kommen. Wir haben ja im 23. die Aufsichtsratssitzung. Da ist einer der Tagesordnungspunkte ja drauf, die Digitalisierung des Leitungswassernetzes. Wir haben auch aus dem Ganzen gelernt, dass man gesagt hat, wir haben jetzt für die Chlorierung die Linz AG gebraucht. Das heißt, es wird hier auch eine eigene Chlorierungsanlage für die Stadt Steyr besorgt. Das heißt, die Stadtbetriebe Steyr werden hier eine eigene Chlorierungsanlage besorgen, damit wir, wenn in Zukunft wieder ein solcher Fall auftreten sollte, wir gerüstet sind, damit wir kurzfristig darauf reagieren werden. Es werden auch die Hochbehälter in Zukunft umgebaut werden, weil wir merken, dass jetzt natürlich dieser Beprobungsaufwand sehr intensiv ist, dass hier auch diese Beprobung rascher stattfinden kann. Das heißt, auch da wird Vorsorge getroffen. All das sind Dinge, die wissen Sie sehr gut. Wie gesagt, ist jetzt aktuell auch Ihre Aufgabe, Frau Katnick, nachdem Sie aktuell die Vorsitzende des Aufsichtsrats der SPS sind. Und vielleicht auch nochmal zu den ganzen Informationen, wir sind so langsam. Es war die Information sehr rasch auch auf GemDoGoT verfügbar. Ich glaube, wir sollten auch hier immer wieder darauf hinweisen, es gibt eine Gemeinde-App, die genau dafür auch geschaffen worden ist, Informationen an die Bürgerinnen und Bürger rasch zu verbreiten. Wir haben mit GemDoGoT hier eine App. Hier waren auch alle Informationen zum Steirer Trinkwasser dann verfügbar. Es hat auch die Stadtbetriebe Steyr selbst auf ihrer Homepage sehr transparent und klar gesagt, welche nächsten Schritte sind fällig, was passiert als nächster Schritt. All diese Informationen finden Sie sehr transparent auf der Homepage der Stadtbetriebe Steyr. Also ich glaube, dass hier in vollem Umfang Aufklärungsarbeit betrieben worden ist. Und ich glaube, die gute Nachricht ist, seit 26. Jänner ist keine Chlorierung mehr notwendig. Seit 26. Jänner sind keine Verunreinigungen mehr im Wasserleitungsnetz der Stadt Steyr aufgetreten. Wir haben ein dichtes Beprobungsnetz jetzt gemacht. Das heißt, die Beprobungspläne werden in den nächsten Monaten intensiver überarbeitet. Und wir hoffen, dass es zu keiner weiteren Verunreinigung des Steirer Trinkwassers mehr kommt. Und wir werden sehen, was das Strafverfahren bringen wird. Das Verfahren läuft, die Einvernahmen sind gelaufen. Wir werden sehen, ob hier etwas herauskommt. Sollte etwas herauskommen, werden wir natürlich schauen, dass wir uns schadlos halten. Derzeit, wie gesagt, liegt der Schaden bei den Stadtbetrieben Steyr, denn der Aufwand, der in den letzten Monaten betrieben werden hat müssen, war natürlich nicht unerheblich. Und wir hoffen, dass wir in Zukunft diese Verunreinigung nicht mehr im Steirer Landeswassernetz haben. Es wurden ja auch, und auch das wurde bereits ja auch im November-Sitzung erwähnt, bauliche Maßnahmen bei Kunden von uns vorgenommen. Das heißt, man hat auch hier Überprüfungen vorgenommen. Es wurden hier auch Rückbauten vorgenommen. Und wir hoffen, dass diese Maßnahmen, die hier gesetzt worden sind, auch erfolgreich sind, sodass wir in Zukunft über dieses Thema hier nicht mehr diskutieren müssen. Dankeschön für die Aufklärung. Wer wünscht als nächste Fraktion das Wort? So. Statt der Zusatzfrage, statt der Kollegin Katnick, könntest du. Ja, Fraktion gerne. Oder die Grünen schon? Nein, Grüne wären noch möglich, aber wir haben ja schon viel über dieses Thema gesprochen. Interessiert war
Sehr geehrte Damen und Herren, Wasser ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Ich kann der ersten Rednerin und den zweiten Redner nur das, was sie gesagt haben, unterschreiben. Beim Herrn Vizebürgermeister Vogel ist das nicht ganz so der Fall, weil auch wenn er jetzt sagt, er ist jetzt seit kurzem mit der Thematik beschäftigt, aber bei der Pressekonferenz, die im Jänner abgehalten worden ist, hat man das Gefühl gehabt, er war bestens mit der Thematik vertraut. Also dann gilt das nicht ganz für mich. Wo ich aber schon sagen möchte, und das freut mich ganz besonders, dass meine Frau Kollegin Katnick sich mit dieser Thematik wirklich sehr intensiv auseinandergesetzt hat und nicht etwa nur, dass wir hier etwas zum Plauschen haben, sondern es geht darum, dass die Steirer Bevölkerung wirklich Information bekommt, Transparenz bekommt und um was eigentlich wirklich passiert ist, dass das Trinkwasser so schlecht ist. Und ich glaube, diese Information, die steht jedem Steirer zu und das muss auch gekommen. Was ich noch sagen möchte, die Bürger haben das Recht dazu, aber auch die Entschädigung. Die Entschädigung muss auch nochmal ein Thema werden, weil ich denke, dass trotzdem auch diese nicht Erhöhung des Trinkwassers oder der Gebührenerhöhung nicht wirklich ausreichend ist. Und weil auch schon der Schaden angesprochen worden ist bei der SPS, ich glaube, die SPS selbst müsste ja größtes Interesse daran haben, dass der Verursacher gefunden wird, weil diese Kosten ja möglicherweise übertragen werden können und nicht irgendwo liegen bleiben. Notfallplan, ja, bin ich voll dafür. App, ja, eh schön, aber ich glaube, App ist Generationen überschreiten vielleicht nicht das Optimale. Ich sage mal, ich bin froh, dass Wasser wieder passt, aber wie gesagt, das Trinkwasser muss in Zukunft sicher sein und wir müssen herausfinden, wo es hergekommen wird, um diesen Fehler für die Zukunft zu eliminieren. Gibt es noch eine Wortmeldung? Wenn das nicht der Fall ist, nur zwei kleine Anmerkungen von mir. Also ich kann mich erinnern, dass von wegen Transparenz, und es wurde nichts erklärt, Vizebürgermeister Hauser in der Gemeinderatssitzung, glaube ich, eine halbe Stunde Referat gehalten hat, was alles die Stadtbetriebe gemacht hat. Und wir haben alles im Endeffekt besprochen. Und jetzt, dass das noch immer zu wenig ist, ich denke, so wie alle anderen bin ich froh, dass das Trinkwasser wieder mehr als genießbar ist. Und wir sind eine der wenigen Städte, das ist auch viel zu wenig bekannt, die nämlich immer ein unchloriertes Wasser gehabt haben. Es gibt keine einzige Großstadt in Österreich, wo nicht ohnehin Chlor zugefügt wird, ohne dass das im Endeffekt negativ auffällt. Wir haben wieder das super, super reine Trinkwasser in der Stadt, da sind wir froh. Und wenn man so in den Raum stellt, die Stadtbetriebe sollen eigentlich, was weiß ich noch, irgendeine Polizeieinheit auch noch haben und eine kriminalpolizeiliche Abteilung, weil die sollen das jetzt endlich herausfinden. Ich denke, da überfordert man die Stadtbetriebe schon, da müssen wir schon verlassen, was die Behörden, die dafür zuständig sind, herausbringen. Und sie können sich sicher sein, dass wir, falls wir die Möglichkeit haben, uns am Klagsweg bei dem oder bei derjenigen, die dann das verursacht haben sollen, und es gibt Beweise dafür, auch schadlos halten werden. Letztes Wort, weil die Evelyn gemeint hat, ja, mit diesen Strafandrohung über das Land Oberösterreich, wenn man den Mindestsatz an der Gebührenvorschreibung des Landes nicht erfüllt, das ist eigentlich mehr oder minder Erfindung von irgendwem. Das ist keine Erfindung. Wir haben, nachdem das ja öfter schon Diskussion war, ja beim Land Oberösterreich abgefragt und haben dann von der IKD, also von der Abteilung, die für die Kommune zuständig sind, vor 2 oder 3 Jahren schon ein Schreiben zurückbekommen, was so eigenartig formuliert war, dass man nicht wusste, trauen Sie es jetzt sagen, es ist so, oder trauen Sie es nicht sagen. Unterm Strich kommt raus, dass Sie uns nicht bestrafen können, es aber trotzdem tun. Und wir haben aufgrund dieser Nichterhöhung im Endeffekt schon ein Schreiben bekommen, dass wir, ob bei uns eh klar ist, dass wir die Mindestgebühr nicht erhöht haben. Der einzige Vorteil, und darum haben wir es auch gemacht, ist auch, weil wir die Bürger im Endeffekt schon ein bisschen entschädigen wollen für den Umbild, was sie gehabt haben, und b, weil wir im Endeffekt von Förderungen des Landes Oberösterreich eh so wenig kriegen, dass sie uns eh nichts streichen können. Aber reden Sie mal mit den anderen 400 Gemeinden, da traut sich kein einziger Bürgermeister mehr, unterhalb der Mindestgebühr die Wassergebühr festzusetzen, weil da geht es natürlich beim nächsten Kindergarten ansuchen, gibt es nämlich kein Geld. Das ist die Wahrheit und logisch, und das ist auch gut so, weil wenn wir soweit waren, wir waren ja schon einmal so in Oberösterreich, dass die Gemeinden selbst im Endeffekt gesagt haben, naja, steht bei den Bürgern gut da, die Mindestgebühr, die unterschreitet man.
Und am Schluss waren es Abgangsgemeinden und das Land hat dann irgendwann einmal gesagt, das geht nicht. Die Mindestgebühr ist, wie der Name sagt, die Untergrenze, unter die darf niemand gehen, außer er ist eh so reich in der Kommune, dass er sich alles leisten kann. Dann braucht er aber auch keine Förderung für gar nichts. Und das ist im Endeffekt das Usus und das wird auch so gehandhabt. Bei Stadttotalstädten ist es ein bisschen anders, in dem Sinn, in dem wir nämlich finanziell autonom sind. Und wir haben den Luxus oder das Glück oder eben auch nicht, dass wir tatsächlich auch Schulden machen können und die Schulden nicht das Land Oberösterreich über den Umweg dann im Endeffekt am Ende des Jahres wieder zurückzahlen, sondern wir stehen für unsere Schulden gerade und die, wie gesagt, die Förderungen des Landes sind ohnehin überschaubar. Also in dem Fall haben wir das auf uns genommen. Aber es ist keine Erfindung, dass wir, und wir fürchten uns auch nicht, aber die Mindestgebühr hat schon seinen Grund. Und wie gesagt, gerügt sind wir schon worden. Gut. Damit für mich die Aktuelle Stunde, hoffentlich für Sie und euch auch, abgeschlossen. Und wir sind beim Punkt 5 der Tagesordnung, Kenntnisnahme von Beschlüssen des Staatssenates. Und die ersuche ich euch und uns. Und dann sind wir bei den Verhandlungsgegenständen. Und ich darf mit dem Dringlichkeitsantrag beginnen, der euch und der uns vorliegt. Und es geht im Endeffekt um eine Resolution an die Bundesregierung, rascher und sicherer die österreichische Bevölkerung zu impfen. Wir sind aufgerufen, abzustimmen, ob wir diesen Antrag die Dringlichkeit zuerkennen. Und wünscht dazu jemand das Wort vorher? Ansonsten würde ich gleich über die Dringlichkeit abstimmen. Dann kommen wir gleich dazu, um die Dringlichkeit, dass man die Dringlichkeit dem Antrag zuerkennt oder eben nicht. Und wenn wir dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen, werden wir es am Ende der Tagesordnung behandeln, so wie immer. Wenn das so passt, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer die Dringlichkeit diesem Antrag gibt, den ersuche ich um ein Zeichen mit der Hand. Ist jemand dagegen? Stimme Enthaltung? Die Dringlichkeit wurde einstimmig. Entschuldigt, gibt es fünf. Darf ich nochmal? Die Grüne. Vier enthalten sich. Ja, die Stimmung, das ist eine andere Geschichte, können wir dann, also, und dann werden wir diesen Dringlichkeitsantrag am Ende der aufliegenden Tagesordnung in Behandlung nehmen und dann auch darüber befinden. Gut, dann sind wir beim ersten Tagesordnungspunkt, der auf der Tagesordnung auch so formuliert ist, und ich darf zum Referieren den Vorsitzenden, den Herrn Vizebürgermeister Vogel, übergeben.